Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier heute zu einer Spezialausgabe von World of Tanks. Ja, zum einen der Testserver zu der in Zukunft kommenden Version 0.9.10 ist seit, ich glaube, entweder Freitagabend oder Samstagmorgen, sprich gestern, online. Und ja, als ich die Meldung bekommen habe, habe ich mir natürlich direkt gedacht, bist du mal so nett, lädst das Teil mal runter, um zu gucken, was es denn wirklich jetzt Neues gibt. Insbesondere war ja mein Fokus auf die japanischen neuen schweren Panzer, wo es jetzt einen kompletten Forschungsbaum von Tier 1 bis Tier 10 geben soll. Da wollte ich mal einen Blick drauf werfen und dann habe ich mir natürlich auch mal so kurz so die wichtigsten Sachen mal in Stichworten durchgelesen, was es so Neues ist. Viel Neues ist in dem Sinne zwar schon drin, von dem viel Neuen, was drin ist, ist aber wiederum wenig für mich interessant. Trotzdem möchte ich euch nicht so gewisse Sachen einfach vorenthalten. Wie gesagt, nur weil ich es nicht gut finde, heißt es ja nicht, dass andere es nicht gut finden müssen. Und will dann dementsprechend einfach mal auf die wichtigsten Sachen hier heute etwas eingehen. Gerade schon gesagt, die japanischen Heavies sind jetzt neu im Spiel und ich wollte mal eben kurz mit euch in den Tech Tree bzw. den Forschungsbaum der japanischen Heavies einsteigen. Und man sieht hier unten schon, ich habe die schon alle freigeschaltet, das waren jetzt nicht so ganz so viele Klicks, um mal zu sehen, was diese ganzen Panzer in dem Sinne eigentlich können und was die für ein Equipment haben und sonstiges. Also wir fangen weiterhin bei dem Reno Otsu an. Das bleibt also weiterhin der einzige Tier 1 Panzer. Ab Tier 2 geht es dann los mit dem Type 89 Igo oder auch Chiro. Das ist ein Tier 2 Panzer. Gucken wir uns mal eben kurz die Details an. Wir haben 175 Strukturpunkte, 118 PS. Also man sieht, es ist noch sehr, sehr niedrige Werte. 17 mm Panzerung für ein Tier 2 ist jetzt auch nicht so besonders viel. Naja, ist halt logischerweise ein Tier 2. Dann kommt im Tier 3 der Type 91 Heavy. Und das ist eine Besonderheit. Wir sind hier in Tier 3. Und wir haben bereits einen schweren Panzer. Ja, der Tier 2 ist noch ein mittlerer Panzer, also die eigentliche mittlere Reihe von den Japanern ist ja der obere Forschungsbaum. Und hier in Tier 2 haben wir ein Medium und bereits ab Tier 3 haben wir schon den ersten Heavy. 250 HP, 224 PS, 20 mm Armor, ist also jetzt auch nicht so super fix. Ist nicht so super dick. Aber der Tier 3, gucken wir mal eben kurz hier in den Forschungsbaum, so sieht man das vielleicht besser, hat eine 47 mm Kanone schon. Das ist, sag ich mal, mit einer Durchschlagskraft von 81 mm schon richtig krass. Das heißt also, ich habe wenig Panzerung, aber eine starke oder eine, sag ich mal, hochgradig durchschlagende Kanone bereits schon in Tier 3. Und dieses Verhalten, wenig Panzerung, ordentliche Kanone, zieht sich im Endeffekt durch die ganze Stufe oder durch die ganzen Stufen mehr oder weniger durch. In Tier 4, der Type 95 Heavy, ebenfalls natürlich ein schwerer Panzer, hat eine 7,5 cm Kanone, hat 70 mm Durchschlag. Zum Vergleich, Type 91 mit der 47 mm hat 81. Ja? Also man hat weniger Durchschlag. Man hat auch nur 35 mm Panzerung, ist natürlich ein bisschen angewinkelt, man sieht es hier vorne ganz schön, sind also schon sehr viele Ecken und Winkel und Kanten und sonstiges drin, also es kann sein, ich habe wie gesagt noch keinen von den Panzern gespielt, es kann sein, dass die vielleicht gar nicht mal so schlecht sind. Wenn sie so sind wie die bisherigen Japaner, muss man ganz klar sagen, sind das Panzer, die nicht an die Front gehören. Ja? Auch nicht in den höherstufigen Tierstufen. Nicht nach vorne fahren. Jeder Treffer sitzt, je nachdem, ich glaube nicht, dass das irgendwann
irgendwo so angewinkelt ist, dass man wirklich mit so einem Panzer mal nach vorne fahren kann. Ich habe im Vorfeld gehört, die japanischen Panzer sollen ziemlich langsam sein, würde also dann, sag ich mal, so Richtung britische Panzer tendieren. Japan als Nation von den Kanonen her sind ziemlich genau und mit dem guten Durchschlag sind sie natürlich eher so Richtung Sniper als irgendwo Richtung mobile Frontlinie oder sowas zu sehen. So, Tier 5. Eine Besonderheit, Tier 5, gucken wir uns den mal eben kurz an. 75mm Panzerung ist nix für ein Tier 5, muss man ganz klar sagen. Ist wirklich gar nichts. Aber der Kollege hat hier einfach mal eine 10cm Kanone am Start mit 130mm Durchschlag und einem mittleren Schadenoutput von 300. Das ist natürlich dann eher so Mörser-like, möchte ich jetzt mal sagen. Das ist eine Stufe 6 Kanone auf dem Tier 5 Panzer. Ich denke mal, das Ding wird ordentlich reinhauen. Den werden wahrscheinlich auch viele in dieser Konstellation fahren. Ich würde vielleicht... Ja, ich glaube, ich würde eher auf diese Geschichte gehen. 124mm Durchschlag ist mir ehrlich gesagt lieber, weil 16 Schuss zu 6 Schuss. Ja, also da ist mir, werde ich wahrscheinlich hier auf die Geschichte gehen. Starten wird er übrigens mit einem 12cm Geschütz. Ja. Naja gut, also ist schon naja, gewöhnungsbedürftig, aber gut. So, Tier 6 OI, wofür auch immer das stehen mag, fängt ebenfalls mit der 10cm Kanone an und geht dann auf eine 15cm Howitzer. Howitzer, vielleicht ein Begriff von den britischen Panzern. Ist ebenfalls, ja, sag ich mal, eigentlich ein Mörsergeschütz, wenn man so möchte. 121mm Durchschlag, also für Tier 6 Katastrophe, ja. Absolute Katastrophe. Haut aber dafür 700 Schadenspunkte raus. Wird wahrscheinlich ein Modell sein, was man auch ausschließlich mit HE schießen kann. Wird also auch lange Ladezeiten haben. Man sieht 2,4 Schuss die Minute, also der wird ellenlange nachladen müssen. Dementsprechend also auch relativ weit hinten stehen. Könnte ein Pendant sein zum KV-2, man weiß es noch nicht. Ja, aber es ist ungefähr so die grobe Richtung. Ne? Also KV-2 ist schon in Anlehnung. Ich vermute auch mal, dass er ähnlich so agil sein wird. Allerdings hat er jetzt für Tier 6 150mm Panzerung. Und das ist wiederum fast okay. Ja? Also ich sag mal, so bis Tier 5 sind die halt wirklich sehr, sehr vorsichtig zu fahren. Und ich denke mal, mit diesem OI wird es wahrscheinlich etwas mehr möglich sein, nach vorne zu fahren. Allerdings muss man dann auch wiederum damit rechnen, vorne, lange Nachladezeit, dass man in der Ladephase mehr oder weniger als offenes Ziel vorne dasteht. Also bleibt abzuwarten, wie das Ganze so von sich geht. So, in Tier 7 kommen wir zu dem ONI. Hat auch wiederum die 10 cm, beide, hat ja auch eine 10 cm 8er Kanone, hat 190mm Durchschlag bei 330 Schaden und hat auch wiederum den 15 cm Howitzer, also 120mm und 700 Schaden. Auch hier, denke ich mal, wird es wahrscheinlich zwischen diesen beiden Kanonen, ja, bleiben, was die meisten Leute spielen. Ich vermute einfach mal, die Leute, die eher so Richtung KV2 orientiert sind, werden sich für den 15 cm Mörser entscheiden. Die anderen werden hier auf den 10 cm Obolus gehen. Man sieht also auch hier 2,61 Schuss die Minute. Hier sind es schon 5. Der lädt also doppelt so schnell. Ne? Sieht man auch hier schöne Balancing. Gucken wir mal eben kurz hier rein. So, also ich haue hier 5 Schuss die Minute raus mit 330 Schaden, grob überschlagen, 5 mal 300, 1500 Schaden pro Minute. Der schießt 2,5 mal 700, heißt also, sag mal, 2,5 mal 700 sind 1,4750. Also er würde, wenn er den dann trifft, das ist dann, bleibt er dann immer noch abzuwarten, gerade bei diesen dicken Mörserdingern, würde er vom Schadensoutput her mehr raushauen, aber er hat natürlich auch die doppelte Ladezeit. Ne? Da muss man halt immer angucken, je nachdem, wie man selber dann damit fahren möchte. Der Tier 8, der Oho,
Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, ist das ein Tier 8 Panzer vielleicht mit dem Oho-Effekt? Man weiß es nicht. 200 mm Panzerung ist schon eigentlich nicht verkehrt. Aber er hat die gleichen Kanonen wie der 7er. Die gleichen Durchschlagswerte, die gleichen Schadenswerte. Er schießt mit dem 10 cm Geschütz etwas schneller. Er schießt mit dem 15 cm Geschütz etwas schneller. Aber Penetration und Schaden bleiben das gleiche. Das ist wahrscheinlich dann der Oho-Effekt, dass man im Endeffekt einen besseren Panzer hat, der vielleicht auch ein bisschen besser gepanzert ist. Aber man hat die gleichen Kanonen wie in Tier 8. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird ein Teil, was entweder gar keinen Spaß macht oder nicht viel Spaß macht. Weil, weiß ich nicht, ein 8er Heavy, wenn ich mir mal so die klassischen Panzer angucke, 8er Heavy, die oder die gleichwertig sein sollen, IS-3, Tiger 2, was haben wir denn noch? 110er von den Chinesen. AMX 50-100. Der hat ja im Direktvergleich meiner Meinung nach, das was ich jetzt so sehen kann, nicht mal annähernd eine Chance. Nicht mal annähernd. Aber naja gut, es bleibt noch zu warten, bis wir dann dementsprechend auch wieder auf Tier 8 sind bei den Japanern. Wird es noch ein bisschen was dauern. Aber nun gut. So, Tier 9, Type 4 Heavy. 250 mm Panzerung vorne, also Turm und Wanne. Er hat hingegen den 12,7 cm Geschütz der Stufe 9, damit beginnt er. 230 230 mm Durchschlag, 450 Schadensmittel. Ist für einen 9er Heavy, würde ich jetzt einfach mal so aus dem Schiff sagen, zwar das untere Drittel, aber die Oberkante vom unteren Drittel. Er hat aber auch ein 14 cm Geschütz. 249 mm mit ganz normaler AP-Munition, 600 Schaden. Auch hier wieder, es ist so vom Handling her wahrscheinlich irgendwas so Richtung KV-2. Also die Leute, die ganz gerne in KV-2 fahren, werden wahrscheinlich sich mit den höherstufigen Japanern durchaus anfreunden können. Ja, und zum guten Schluss kommt dann der Type 5 Heavy, das ist dann halt dementsprechend der Tier 10. Da haben wir 260 mm Panzerung. Und wir haben den 14 cm Mörser mit dem besagten 249 mm Durchschlag und 600 Schadensmittel und 3,39 Schuss die Minute. Also wenn man sich diesen Forschungsbaum dann mal so anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, bis Tier 5 ist es wahrscheinlich ein Panzer, der, oder ist es eine Panzerlinie, die sehr weit hinten gespielt werden muss. Aufgrund halt dieser minimalen Panzerung, die sind ja auch nicht besonders agil. Und alles ab Tier 6 und aufwärts geht wieder einigermaßen. Ist jetzt so meine Meinung. Ich bin zwar jetzt kein besonderer Happy-Fahrer, aber so von den Werten, was ich jetzt so erstmal so gesehen habe, bleibt abzuwarten, wie die sich dann wirklich im Schlachtfeld behaupten. Schauen wir einfach mal. Ich denke mal, wenn die Version 9.10 dann irgendwann mal rauskommt, ich vermute jetzt einfach mal, so erfahrungsgemäß sind es meistens so 3 Wochen, nachdem der erste Lauf des Tests was raus ist, also ich vermute mal so Anfang September werden wir dann mit dem Update rechnen können, dann werde ich natürlich auch logischerweise hier erstmal die Japaner wiederum bis zu meiner besagten Stufe 8 einfach mal durchfahren und ich denke mal von Stufe 1 bis zu Stufe 5 werde ich dann auch jeweils ein separates Video über die Panzer machen und kann dann etwas mehr en Detail berichten, wie das Fahrverhalten ist, wie die Panzerung und so weiter ist. Das sind jetzt, wie gesagt, erstmal nur statistische Werte. Diese Werte können sich auch weiterhin noch ändern. Ich bin jetzt hier in der Revision 52 von dem Testserver. Ich glaube, das ist noch die erste Fassung. Ja, der wird ja täglich immer zurückgesetzt, damit Feintuning gemacht werden kann und so weiter und so fort. Ja. Und da bleibt halt abzuwarten, ob dann die Werte wirklich so kommen, wie sie denn dann auch hier sind. Ja, wo wir gerade bei neuen Panzern sind und wo ich hier auch gerade im neuen Forschungsbaum bin. Es gibt bestätigt einen neuen Premium-Panzer. Und wie ich hier auch vorhin feststellen musste, als ich das erste Mal hier einen Blick drauf geworfen habe, es gibt einen zweiten neuen Premium-Panzer. Der eigentlich bislang noch nie so angekündigt war. Und zwar ist das der M4A2E4. Das ist ein klassischer Sherman-Panzer. Also man hat ja hier diesen normalen Sherman, den E8. Und man hat den Sherman Jumbo, den E2.
Das sind halt Panzer, die es bislang schon gibt. Und jetzt haben wir hier einen Premium-Panzer, der allerdings gegenüber seinen bisherigen Kollegen nicht der Tierstufe 6 entspricht, sondern der Tierstufe 5. So. Jetzt nehme ich den M4 auch nochmal mit dazu, damit man mal so einen direkten Vergleich hat. Also wir haben hier, machen wir das mal so, schön, muss ja alles geordnet sein. Also, das sind die beiden Schirms, die man bislang hatte, den ganz normalen Sherman in Tierstufe 6 und den Sherman Jumbo auch in Tierstufe 6. Der Sherman Premium ist meiner Meinung nach ein abgespeckter M4 Fury, den es mal gab. Und ich glaube, der M4 Fury ist eigentlich auch ein Tier 6 Premium Panzer, ist also eher hier vorne anzusehen. Und der normale Sherman hat halt sehr viel Ähnlichkeit mit dem Premium Sherman. Gucken wir uns mal eben kurz die wichtigsten Daten an. Also der Premium hat 480 HP, der normale hat 400. Der Premium wiegt ein paar Tacken mehr, der Premium hat etwas mehr Power, der Premium hat natürlich dementsprechend mehr Speed, der Premium hat sogar etwas mehr Wannenpanzerung, hat aber nicht mehr Turmpanzerung. Ansonsten Standardschaden, Standarddurchschlag und solche Geschichten sind analog zum eigentlichen Sherman. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, der Sherman hat 570 Meter Funkreichweite und der normale Sherman hat 395. Jetzt kann man natürlich das mit dem Funkgerät dementsprechend wieder aufpacken, aber grundsätzlich macht der Sherman hier im Tier 5 Bereich eigentlich den normalen Sherman ja im voll ausgebauten Zustand nach. Ist jetzt so meine Meinung. Wenn der M4 Sherman kommen sollte, also der M4 A2E4, dann denke ich mal, wäre das sogar für mich eine Option, einen weiteren Premium-Panzer in meiner Garage mit aufzunehmen, weil ein Tier 5 Premium-Panzer oder Tier 5 und 6 sind ja sowieso so meine Lieblinge, so auch was die Premiums angeht. Und ich denke, mit dem Sherman kann man auch ganz gut die Mannschaften skillen, denn wenn man sich mal den Forschungsbaum so von einem von den Staaten einfach mal so anschaut, die einzige Alternative, die man hat, ist der Super Pershing. Das ist der einzige bislang erhältliche mittlere Premium-Panzer von den Amerikanern, mit dem man Mannschaften skillen könnte, beziehungsweise Credits einfahren kann. Wer den Sherman kennt, beziehungsweise wer ihn nicht kennt, der der Super Pershing ist ein mittlerer Panzer mit einer echt krassen Panzerung, gar keine Frage, aber er ist nicht mobil. Also er ist sogar, glaube ich, langsamer als alle anderen 8er Heavys, die es im Spiel gibt, wenn mich alles täuscht. Und das macht ihn halt gerade für Anfänger sehr schwierig zu spielen, weil man versucht als Anfänger natürlich auch immer mit nach vorne und so weiter und so fort. Man will vorne mitwirken. Es ist in der Tat wirklich ein Panzer für vorne. Nur das Problem ist, bis man die, sag ich mal, die vordere Linie erreicht, kann sein, dass die Runde schon vorbei ist. Er ist halt wirklich nicht besonders schnell. Und ja gut, mit dem Anwinkeln, klar, da kann man schon richtig ordentlich was machen. Also hier ist zwar ein Topspeed von 40 angegeben, aber ich glaube, auf gerader Strecke ist bei 30 oder so, ist dann Ende im Gelände. Es ist also im Endeffekt, oder der Sherman ist meiner Meinung nach ein gutes Ausweichstück zu dem Super Pershing, wenn man denn mit den mittleren Amerikanern unterwegs ist und ja, sich mehr oder weniger eine bessere Crew aufbauen möchte, denke ich mal, wird der Sherman mit Sicherheit die bessere Wahl sein, als sich von vornherein den Super Pershing zu holen. Ja, so, es gibt noch einen weiteren neuen Jagdpanzer, und zwar von den Deutschen, abgekürzt KanJPZ. Ja, und zwar ist das der Kanonenjagdpanzer, hier für satte 100 Gold momentan auf dem Testserver zu bekommen. Ich habe ihn noch nicht in der Garage stehen sehen, ich werde ihn mir gleich mal kaufen, weil ich mit dem auch nachher vielleicht mal noch eine Runde fahren möchte. Macht jetzt auf dem kleinen Bild irgendwie so eine Kombination aus Jagdpanzer 4 und SU-152. Ja, auch mit so einer Stummelkanone. Das Ding hat eine 90mm Kanone drauf, schießt 10 Mal die Minute,
Hat 212 mm Durchschlagskraft bei normaler Munition, 250 mit Gold und haut 240 im Schadensmittel raus. Da denkt man sich jetzt, okay, wenn jetzt ein Jagdpanther kennt oder ein Ferdinand mit seiner dicken 10er-Gun, ist jetzt ehrlich gesagt nicht so der Knaller. Ist richtig, es ist nicht so der Knaller, aber wenn man jetzt mal hier mal in Details geht, das Ding fährt 70. Wir sprechen über einen Jagdpanzer, der 70 km/h auf die Reihe kriegt. Ja? 44 Grad die Sekunde dreht sich das Teil. Damit sind wir ungefähr in der Größenordnung von einem E25. Man hat natürlich den enormen Nachteil, wir haben 30 mm Panzerung. 30 mm in einem Tier 8. Das heißt also rein theoretisch, wenn ihr mit 70 gegen einen Baum fährt, ist der blaue Baum bleibt stehen, der Panzer ist im Arsch. Ja, also wenn man jetzt mal das realitätsnah betrachten würde, wäre es in der Tat wirklich so. Der Baum bleibt stehen und der Panzer ist hin. Also wie gesagt, 30 mm ist der absolute Sniper. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man den so schnell gemacht hat. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob das auch in Natura, also ob das damals wirklich auch so beabsichtigt war, diesen Panzer mit 70 km/h auszustatten. Ich meine, im Endeffekt, wenn man den E25 kennt, weiß man, dass man ultraschnell damit fahren kann. Man hat eine ultra gute Sichtweite. Hier 360 Meter ist jetzt nicht ganz so viel für einen Achter, aber okay. Aber mit Scherenfernrohr, Optiken und also weiter und was weiß ich nicht, mit den ganzen Skills nachher auf den Mannschaften drauf, geht das mit Sicherheit schon an die Grenze des Machbaren. Also ich denke mal, es ist im Endeffekt einfach nicht ein Ersatz für den E25, aber es ist halt vielleicht die nächste Stufe. Der E25 war ja ein Tier 7 Premium-Panzer, den es heute nicht mehr so gibt. Vielleicht wird es ihn irgendwann mal wieder als Sammlerstück der Woche oder in irgendeiner Mission geben. Ich vermute allerdings nicht. schon gar nicht, wenn wir jetzt dann den neuen Kanonenjagdpanzer bekommen sollten. Wird sich das mit dem E25 erstmal ganz weit nach hinten verschieben. Ja, der Kanonenjagdpanzer, wie gesagt, wird wahrscheinlich der absolute Sniper sein, ja, bleibt abzumaten, wie er dann, oder wie es dann aussieht von wegen Tarnwerten, von wegen, wirklicher Durchschlagskraft und solchen Geschichten. Also wie gesagt, bei 30 mm Panzerung brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten, dass der irgendwas anwinkeln kann oder dass der irgendwie schön flach steht, also glaube ich nicht. Aber egal, gut. Also das ist momentan, glaube ich, wohl der neue Trend, Panzer oder gerade Premium-Panzer auf die oder ins Spiel einzubinden, die extrem wenig Panzerung haben, die aber extrem mobil sind, um das ganze Spiel wahrscheinlich ein bisschen zu dynamischer zu machen. Was mein oder für meinen Geschmack mehr oder weniger eigentlich nichts mehr mit den Originalwerten von damals zu tun hat. Aber okay, schauen wir mal, wo die Reise dann dementsprechend hingeht. Die Crew ist im Endeffekt die gleiche wie bei einem E25. Das heißt also, alle Jagdpanzer der Deutschen, die mit 4 Mann Besatzung unterwegs sind, kann man mit diesem Panzer skillen. Ich überlege gerade, das fängt an, glaube ich, beim Rheinmetall Borsig. Der WTF PZ4 hat, glaube ich, schon 5. Ja, gut, was mit dem WT100 ist, das wissen wir noch nicht. Mal gucken, wann und wie der geändert, entnommen oder was auch immer wird. Ja, also das waren mehr oder weniger erstmal die neuen Panzer, die es so geben wird, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja, was gibt es sonst Neues? Es werden 2 Karten entfallen. Und zwar wird die Karte Verstecktes Dorf und Perlenfluss erstmal aus dem Spiel entfernt werden. Ob es dann irgendwann mal wieder eine überarbeitete Version geben wird, ja, weiß noch niemand nicht so genau. Die Karte Redshire wurde, glaube ich, deutlich verändert, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht haben wir gleich das ganz, ganz große Glück, wenn wir eine Runde mit dem 8er Kanonenjägerpanzer, ach, den kann ich mir eben kurz kaufen, wenn wir mit dem 8er Kanonenjagdpanzer unterwegs sind, dass wir justamente genau auf diese Karte kommen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ja, ob die Karte jetzt schon dementsprechend hier implementiert ist. Ja, hier sieht man es nochmal in groß, also von der Form her so ein bisschen so eine SU-152, nicht ganz so hoch, aber
auch wiederum so ein bisschen Jagdpanzer. Vier Like, also... okay. Also, wie gesagt, das ist der neue Kanonenjagdpanzer. So. Jetzt gucke ich nochmal eben kurz, was wir hier... ja, da wir auf dem Testserver unterwegs sind... Ach du Scheiße, der schießt Heat. Aha. Na gut, egal. Probieren wir es einfach mal aus. HE werden wir uns wahrscheinlich direkt klemmen können. Nehmen wir nichts mit. Nehmen wir mal... nehmen wir denn mal so 25 und... Ja, 24. Das ganze Gegend. So, okay, alles klar. Zack, 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 zack. Wir nehmen den... Achso. Wir nehmen das, wir nehmen das, wir nehmen das. Ja, ja, passt schon. 105.000 Credits mal eben kurz. Alles klar. Ja, lohnt sich auf jeden Fall nicht. So, dann werden wir das Ganze auch nochmal eben kurz ein bisschen anlacken hier. Ist scheißegal, brauchen wir alles nicht hier. Ist eh nur temporär. Nehmen wir das. Brauchen wir ein Emblem? Brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir nicht. Nein. So, zack. So, angelackt haben wir. Jetzt kommen noch die Zusatzelemente rein. Wir nehmen erstmal, ich sag mal, ein Scherenfernrohr. Wir werden, mal eben kurz gucken. Was hat der für eine Richtzeit? Hallo? 2 Sekunden. Und der hat 9,5 Sekunden. Alles klar. Dann werden wir auf jeden Fall einen Ansetzer nehmen. Entweder nehmen wir jetzt noch das Tarnnetz, wovon ich jetzt nicht so viel halte. Der ist ja ziemlich schnell. Man könnte jetzt rein theoretisch auch dann die entspiegelte Optik nehmen. Hm. Mehr sehen als gesehen werden, ne? Das wäre natürlich schon nicht schlecht. Ach, ist egal, lassen wir erstmal frei. So, ja, also wie gesagt, Can't Retry ist dementsprechend überarbeitet werden. Dann habe ich, das habe ich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich en Detail gelesen, weil mich das auch nicht besonders so interessiert hat. Der Event-Mode Domination und stillerne Jagd wurde jetzt zu einem Event zusammengefasst, nennt sich dann also ab jetzt, oder beziehungsweise ab dem neuen Patch Verwüstung. Wird mit den eigenen Panzern gefahren werden. Ja? Und es gibt da wohl auch nur diverse Karten, die zur Verfügung stehen. Und es richtet sich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nach den Panzern, die man hat, um daran teilnehmen zu können. Es gibt also auch wieder diese klassischen Versionen mit dieser Reparaturzone und so weiter und so fort. Kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht besonders viel zu sagen. Wollte ich auch in dem Sinne eigentlich nicht, weil das ist nicht, das ist ein Modus, den muss ich mir ehrlich gesagt nicht geben. So, wir starten einfach mal schon mal direkt mit so einem Kanonenjagdpanzer hier mal eine Runde. Ja, dann gibt es noch Änderungen in den Clankriegen. Man kann also jetzt sogar ab Tier 6 Clankriege fahren. Oh. Das ist jetzt auch neu, aber naja, na gut. Also wir spielen auf El Haluf. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da wird er hochgefahren. Ja, okay, alles klar. Ja, sieht ja fast nett aus, ne? So, da haben wir schon mal den Oho, der 8er Japaner, von dem wir gerade berichtet haben. Schon echt krasses Teil, ne? Da wiegt der Löwe richtig wie ein Spielzeugpanzer gegen. Naja, gut. So, wir werden direkt mal Gold laden, weil wir sind ja auf dem Testserver, da wird ja nur Gold geschossen, ne? Weil die anderen, anders geht es ja nicht und von daher wollen wir uns dann auch mal in die Reihe der ganzen goldschießenden Kollegen. Yeah, let's get the show on the road, band. Jawohl. So. Ja, so, was habe ich gesagt? Achso, ja, wie gesagt, also die Panzer Modi Domination und Sterne Jagd sind jetzt zusammengefasst worden in einem Modus. Und ja. Das war doch bestimmt schon mal der Oho. Da würde ich doch mal ganz stark von ausgehen. Naja, auf jeden Fall, also diesen Modi gibt es weiterhin, aber man spielt halt mit seinen eigenen Panzern und naja, gut. Lassen wir uns mal überraschen, beziehungsweise lasst ihr euch überraschen, weil ich bin mit dem Modus irgendwie nicht so, ich komme da irgendwie nicht so ganz drauf klar, das ist nicht so mein Ding. Aber naja, gut. Was will man machen? Wie gesagt, Clankriege gibt es jetzt also auch ab Tier 6. Ja, das heißt also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, für Leute, die im Clan sind, also auch dementsprechend kleinen Spieler, sind, kann man bereits ab Tier 6 ein 7 gegen 7 spielen. Ab Tier 8 ist jetzt, glaube ich, 10 gegen 10 und ab Tier 10 ist 15 gegen 15.
Das soll das Ganze, glaube ich, ein bisschen offener machen, dass halt auch so Spieler mit einem T6-Panzer dementsprechend da schon mit einsteigen können und sich dann etwas Erfahrung auch besorgen können. Ja, dann gibt es in dem Sinne keinen neuen Panzer. Was stimmt mit dir denn nicht? Hab mich jetzt ernsthaft hier einer aufgemacht oder was? Das glaube ich doch wohl jetzt nicht, oder was? Ach, da ist er, der Oho. Jawohl, und natürlich abgeprallt. Warum auch nicht? Naja, gut. Was will man machen? Oh, hier vorne geht ein bisschen die Party ab. Da geht die Party ab. Was ist da los? Jagdpanther 2 gegen 54... Ist doch jetzt wohl ein Scherz, oder was? Hau ab da, du Penner! Alter! Was bist du denn für ein Hafensänger hier, du Kollege? Chariot hier. Jura! Ja, Jura hat's drauf mit seinem Chariot hier. So. Ja, dann drück doch jetzt mal nach vorne. Dann kann ich mir wenigstens von der Seite einen wegklatschen. Sehr schön, sehr schön. So, was kommt da runtergefahren? Och. Dem drücken wir doch mal direkt einen rein. 213, ab dafür. Jawohl. Und den nächsten. Oh. Schade, leider ein bisschen zu ungenau. Jetzt bin ich, glaube ich, auf hier unten. Nein! Ich habe echt da drunter geschossen? Ist doch wohl Spaß, oder was? Toll. Chariot hier, hast du super gemacht. So, was steht da unten noch? Da unten steht noch ein Kanon. Okay, alles klar. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders um, der Kanonenjäger. Also... ist halt ein normaler Jagdpanzer, ne? Ist halt auf jeden Fall agiler als der 8-8er, den es immer noch gibt. Was mich übrigens wundert, damit, also die Deutschen hätten jetzt in dem Zusammenhang zwei 8er Premium Jagdpanzer. Ja? Die Amis haben nicht mal einen und die Deutschen haben gleich zwei. Aber, naja, gut. Hier steht ein KV-2. Könnte ihm ja mal Signaler grasieren, dass er hier mal zurückfahren soll. Können wir den Chariot hier ein bisschen was verkleistern. Aber ich glaube, wir kriegen hier vorne gleich etwas böseren Besuch. Eben. Ah, ja, der Jagdpanther 2 geht mit. Sehr löblich, sehr löblich. Ja, dann lass mal anrauschen, den Dübel. Ja. Ja. Und tschüss, würde ich sagen. Ah, da hat auf jeden Fall richtig mal was hart gesessen. Irgendwas steht dahinter noch, was mich beschießt, was ich nicht toll finde. Ach, hier steht ein Räumerwagen. Stand. Sehr schön, sehr schön. So, der Jagdpanther könnte jetzt rein, theoretisch. Hm. Soll ich da mal draufhalten? Ich meine, die Deutschen sind zwar genau, aber... Abpraller! Nein, das ist doch... Halleluja! Hat der KV-2 immer richtig schön einen mitgenommen. So, da kommt ein Super Pershi an. Mal gucken jetzt mal, wie die... Toll! Jetzt wollte ich mir gerade die Beweglichkeit hier angucken, aber no, Sir! No, Sir! So. Ja. Also er ist schon schnell, das muss man schon sagen, beziehungsweise das kann man schon sagen. Ja, aber... Der Räumerwagen hier, du. Hat der schön hinter mir durchgeschossen. Also ich glaub's ja nicht. Hm. Also er ist schon schnell, aber irgendwie so richtig schnell. Also die Agilität von einem E25, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er nicht. Also ich meine, er ist schnell. Ne? Ich war jetzt gerade schon 45, also das ist schon... Ist schon okay soweit. Toll. Ich will auch nochmal schießen. Ist ein Spaß, ne? Irgendwie so ein bisschen, also entweder liegt es an der Mannschaft oder, weiß nicht. Bisschen ungewöhnlich ungenau, aber naja gut.
Testserver halt, ne? Darf man noch nicht so viel drauf geben. Oh, wir haben Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse direkt gemacht. Toll. Ja, da können wir uns mal richtig was drauf freuen. Schön, wir haben also nur mit Gold geschossen, 10 Mal und haben schon mal direkt mit einem Premium-Account minus 6000 Credits gemacht. Ist also die beste Maschine, um damit Credits zu verdienen. Okay, den kaufen wir nicht. So, ja, also was gibt es noch Neues? Es gibt in dem Sinne jetzt keine neuen Panzer, sondern es gibt neue HD-Modelle und zwar ganze 20 Stück. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht alle gemerkt. Ich glaube, T28 ist jetzt als HD-Modell verfügbar. Die SU-122A ist als HD-Modell verfügbar. Der AMX-M4, der T110E5 und der T71 hat sogar ein richtig stark verändertes Modell bekommen. Ich weiß gar nicht, wie sieht man den eigentlich hier? Mal eben gucken, der schon da drauf ist. Nein, noch nicht, oder? Ja, doch, da! Das ist der neue T71, sieht meiner Meinung nach aus wie, weiß ich nicht, also da gefiel mir das andere Modell eindeutig besser. Soll jetzt auch in Zukunft heißen, nicht mehr T71, sondern T71E1. Ich habe keine Ahnung warum. Also er sieht einfach ein bisschen kacke aus. Ja, sagen wir es mal einfach so, wie es ist, er sieht kacke aus. Also vorher muss ich ehrlich sagen, sah er schon ein bisschen so nach wirklichem Rennrally-Scout aus. Das sieht eher so aus wie so ein, ja, sag ich mal, ein Überbleibsel aus NVA-Zeiten. Viel wollen, aber nichts können. Naja gut. Ist ja im Endeffekt egal. Ich habe ihn Gott sei Dank durch. Ich bin fertig damit. Dann ist das eigentlich schon ganz gut. Ja, ich könnte jetzt noch den Sherman-Probe fahren, möchte ich aber ehrlich gesagt noch nicht. Ich wollte, wie gesagt, jetzt einmal nur mal den Kanonenjagdpanzer mal eine Runde düsen. Einfach mal, um zu sehen, wie das Handling dementsprechend ist. Und naja, also die neuen Maps sind, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch noch nicht. Warte mal, wie mache ich denn das nochmal? Tank, kann man den bitte... ja. Stronghold Team Training. Gucken wir einfach mal hier. Team Training. Wir wollen mal einen Raum erstellen. Highway, Ghost Town. Nee, Cliff, Airfield, Arctic Region. Heavy, auch nicht. Korea, Lakeville, meine Mittengard. Overlord, Rogorovka, Redshire. Haben Sie das schon geändert? Ja, in der Tat. Also man sieht hier auf der Minimap, so wie man das von früher her kennt, dass hier eigentlich eine lange Gasse war, wo mehr oder weniger hier, ja, sag ich mal, das eigentliche Feld anfing und man hier zur Steigung hochging. Das ist in der Hinsicht jetzt hier geändert worden und zwar ist, glaube ich, hier oben ebenfalls eine Erhöhung eingebaut mit einem Graben hier drumherum, sodass man also jetzt als Jagdpanzer nicht mehr hier oben einfach stehen kann und hier vorne alles runterschießen kann, was hier auf einmal auftaucht. Sondern man kann, gerade für Scouts, sehr interessant, man muss nicht hier vorne in die Heavy-Gasse mit reinfahren, um dementsprechend was aufzumachen. Die Leute, die aus dem Gegnerteam hier oben rumcampen, die können das gerne tun, denn man kann mit dem Scout jetzt hier links außen rum durch den Graben fahren und kann hier vorne diese Ecke komplett frei und aufmachen. Ist natürlich interessant, wenn hier oben dann auch so zwei, drei Jäger stehen und direkt mal hier oben alles wegfüllen. Aus der anderen Seite, also von Rot nach Grün, ist es natürlich genau das Gleiche. Man kann den Scout hier vorne hinfahren lassen und Jäger, die eigentlich hier hinten bislang standen, müssen jedoch bis nach hier vorne fahren. Also ich vermute mal, dass es entweder so kommen wird, dass die Heavy-Gasse, die früher hier war, sich jetzt nach hier verlagert, dass hier gar keine Scouts und sowas durchgehen, sondern dass die Heavys einfach versuchen, von hier oben dann den kompletten Bereich hier mitzunehmen. Oder aber es bleibt so, dass die Heavys weiterhin hier in ihre Gasse gehen, dass sich aber der Kampf aus der mittleren Zone, also aus den beiden Hügeln hier, sehr weit entzerren wird, und zwar, dass das nur noch nach links und nach rechts geht. Ist natürlich dann ideal, wenn man von hier oben runterkommt, als schneller, als Scout oder als Medium, und mal direkt rüber fährt in die gegnerische Base, um sich da die Artis wegzusnacken. Ja, wird sich dann zeigen, wie die Karte dann dementsprechend nachher wirklich wird. Gucken wir mal, hat die irgendeine gerade Prokhorovka, Himmelsdorf, Overlord, blablabla. Ja, nee, ist auch alles doof. Ja, also wie gesagt, es gibt im Endeffekt schon
eine ganze Menge an Änderungen. Es gibt halt die japanischen Heavies, es gibt 20 neue HD-Modelle, es gibt halt, bleibt abzuwarten, ein oder zwei neue Premium-Panzer. Dann halt dieser Modus, wenn man so möchte, der neue, ja, also der aus neuem, aus alt macht neu, Modus jetzt mit diesem, wie hieß er gleich noch, Verwüstung, ja, wo man halt mit seinem eigenen Panzer hier nacheinander schön da die Dinger rausfahren kann. Wie gesagt, halt ich nicht so ganz viel von, darf aber jeder für sich frei und gerne selbst entscheiden. Ja, zwei Karten sind weg, eine ist überarbeitet, haben wir gerade gesehen. Ja, das war's im Groben und Ganzen eigentlich, was man so von dem ersten, ja, Ausblick für das Patch so erzählen kann. Gucken wir mal hier, ich dachte ja gerade, der AMX M4 ist, glaube ich, auch noch als HD-Modell draußen. Irgendwie ist das, habe ich es, ich weiß nicht, ist das nur bei mir so oder ist das auch so bei euch? Das könnt ihr mir mal erzählen, wenn ich bei mir in der Garage bin, dann ist bei mir die erste Nation China und nicht Russland. Dann kommen Frankreich. Hier kommt nach Russland Deutschland. Dann kommt bei mir Großbritannien. Hier kommen die Amis. Hä? Verstehe ich nicht. Na gut, AMX M4, auch als HD-Modell. Aha. Ja, nee, schön. So. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt aus dem Stehgreif nicht, ich hätte mir vielleicht einen Schmierzettel machen sollen, wo man so mal die wichtigsten Sachen so drauf schreibt, was es alles jetzt so Neues gibt. Also es ist mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr, gerade in diesem Domination, stillende Jagd und Verwüstungsmodus, keine Ahnung was, da gibt es mit Sicherheit noch 3 Stunden was zu überzählen oder zu erzählen, was ich alles nicht weiß und was ich wahrscheinlich auch nicht wissen möchte, weil dieser Modus halt nicht so mein Interesse weckt. Ja, die kleinen Kriegsänderungen finde ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht mal so uninteressant. Auf der einen Seite bringt es natürlich viele Spielereien, die, sag ich mal, noch nicht so die Erfahrung haben und beim ersten T6 sofort in so einen Klankrieg einsteigen wollen und sich dann darüber wundern, warum sie gegen Fame, Omni oder Visala heißen oder Kasna direkt mal was richtig vor die Gebissleiste gebügelt bekommen. Aber naja gut, Erfahrung macht klug. Ja. Also man merkt, das Spiel wird ein bisschen oder soll ein bisschen mehr ins Dynamische gebracht werden. Man sieht es natürlich auch an diesen Kanonenjagdpanzer. Wenig Panzerung, extrem schnell. Also wobei extrem schnell möchte ich jetzt doch mal so, naja, im Raum stehen lassen. Aber man merkt halt, wenig Panzerung, viel Beweglichkeit, viel Dynamik und ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch so auf über lang oder kurz der Trend, wo das Ganze dementsprechend hingehen wird. Lassen wir uns überraschen, ob sich das nachher wirklich so bewahrheitet. Ja, wie immer natürlich, wenn ihr Frage, Wünschen, Anregungen oder sonstiges habt und ich diese Fragen natürlich auch beantworten kann, beziehungsweise die anderen Zuschauer, die sich das Video reinfalten, dann würde es natürlich sehr viel Sinn machen, wenn man das unterhalb dieses Videos tätigen würde. Vielleicht gibt sich da eine Diskussion raus über Spekulationen, über Erfahrungen und so weiter und so fort. Also, ja. Habt ruhig Teil daran und nutzt diese Möglichkeit. Ich würde sagen, das soll es dann auch erstmal gewesen sein für die heutige Spezialfolge vom Testserver zu der Version 0.9.10. Es bleibt abzuwarten, was in dem zweiten Anlauf, wohl möglicherweise auch in dem dritten Anlauf, so wie es ja in der Version 9.9 war, noch für Änderungen geben wird. Meine Vermutung ist, die werden die japanischen Heavys mit Sicherheit noch ein bisschen verändern. Das ist halt doch ein bisschen, weiß ich nicht. Naja gut, bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten. Hab jetzt aber auch ehrlich gesagt keinen Nerv darauf, hier alle 10er Panzer einfach mal durchzufahren und schon gerade nicht auf dem Testserver, weil das halt ganz andere Bedingungen sind, als wenn man wirklich nachher auf dem normalen Gefechtsfeld sich befindet. Ja, dann bleibt im Endeffekt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ja. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne ein Abo hinterlassen oder auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, angenehmes Wochenende, schönen Sonntag euch noch, viel Spaß, runterladen, ausprobieren, kann nie schaden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssing!